Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, dass ich ein Transmann bin und ich gehe auch schwimmen, was meine Leidenschaft ist. Und ja, die meisten Transmänner bzw. Transmenschen, die gehen ja dann nicht mehr schwimmen, weil sie Dysphoria haben und so. Aber ich könnte mir das niemals vorstellen, nicht mal schwimmen zu gehen. Gehen zu können. Und ich will euch heute einfach mal sagen, wie ich jetzt beim Schwimmtraining oder auch im Urlaub schwimmen gehe. Erstens, ich ziehe keinen Badeanzug mehr an, weil ich mich darin einfach nicht mehr wohlfühle seit dem Sommerurlaub 2018. Und ab da an habe ich auch angefangen, beim Schwimmunterricht in der Schule, wobei wir jetzt leider kein Schwimmen mehr haben, meine Schwimmsachen, also kein Badeanzug mehr zu tragen. Und auch beim Schwimmtraining ziehe ich jetzt nun keinen Badeanzug mehr an, weil ich halt da dann Dysphoria habe, auch wenn ich meistens nie Dysphoria habe, aber bei Badeanzug ist es so eine Sache. Und was ich dieses Jahr im Urlaub versuchen will, ist mit Transband. Das hat mir Linus Live geschenkt, weil er schon seine Mastercard, sein Instagram-Account, schreibe ich hier rein und auch in die Videobeschreibung. Und oder ich ziehe meinen Binder an, also meinen Amazon-Binder, weil den werde ich jetzt noch zum Schwimmen halt benutzen. Und was ich auf jeden Fall, egal ob Urlaub oder Schwimmtraining benutze, ist ein Schwimmshirt der Marke Oniel. Wenn ich den Link finde, dann packe ich ihn noch hier unten rein. Und im Urlaub ziehe ich dann auch meistens noch so eine lange Hose an, wie halt Jungs meistens haben. Und da dieses Netz halt hier, da so drin ist und ich das halt nicht so mag, habe ich meistens dann noch eine alte Unterhose an, die ich dann sowieso nicht mehr anziehe in dem Urlaub. Und was ich beim Schwimmtraining noch anhab, meistens ist so eine Badehose, weil da kann ich mich halt auch freier bewegen als mit so einer langen. Und im Urlaub schwimme ich ja meistens nicht. Zumindestens ja, schwimme ich halt nicht. Und von daher kann ich auch mal eine lange anziehen. Ich habe seit Mitte Dezember, also kurz nachdem das letzte Video rausgekommen ist, Instagram. Mein Insta-Namen schreibe ich euch in die Videobeschreibung oder auch hierher. Dann könnt ihr mir gerne folgen, werdet benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Und ja, auf Feedback freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich dort anschreiben oder auch gerne in die Videobeschreibung. Egal zu was, ich versuche alles zu beantworten. Und ja, das war es eigentlich schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Und vergesst nicht, bei Instagram nachzuschauen und mir zu folgen. Ich freue mich immer gerne. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.